Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Planen einer Tour. Zu Beginn stelle ich mir erstmal ein paar Fragen. Da wäre zum Ersten, bin ich alleine unterwegs oder habe ich jemanden dabei? Bei mehreren Leuten muss man sich natürlich absprechen, ob man die Tour zusammen schafft, was für Ausrüstung wer mitnimmt, denn nicht jeder braucht dann zum Beispiel ein Messer, eine Axt oder einen Kocher, und ob es irgendwelche Bedenken gibt bei der Tour. Man sollte sich auf keinen Fall vorscheuen, dann zu sagen, dass man zum Beispiel Epilepsie oder ähnliche Allergien oder Krankheiten hat. Man kann dann auch Anweisungen geben, wie sich die anderen dann in dem Fall zu verhalten haben, um dann besser mit dieser Situation klarzukommen. Die zweite Frage ist dann in meinen Augen, wie man unterwegs sein möchte. Macht man eine klassische Wanderung, nutzt man das Fahrrad, das Kajak oder andere Fortbewegungsmittel? Dementsprechend braucht man eventuell andere Ausrüstung. Beim Fahrrad fällt mir da zum Beispiel spontan ein, dass man eine gerissene Kette oder auch einen defekten Reifen mal reparieren muss. Als drittes ist die Frage, wie lange möchte man unterwegs sein? Macht man die Tour über ein verlängertes Wochenende oder gleich über mehrere Wochen? Bin ich in einem bekannten Gebiet unterwegs, wo ich meine Vorräte gerade wie Wasser auffüllen kann? Oder bin ich in einem unbekannten Gebiet unterwegs, wo ich damit rechnen muss, vielleicht auch mal meine Vorräte ein paar Tage da nicht auffüllen zu können? Als fünftes stellt sich mir dann erstmal die Frage, wie möchte man unterwegs sein? Möchte man zum Beispiel eine lange Strecke machen und mit leichtem Gepäck reisen, muss man eventuell Zeit einplanen, um auch ein Lager dementsprechend zu bauen aus den Materialien, die vor Ort sind. Nutzt man Ausrüstung, um ein Lager zu bauen, hat man wieder mehr Ausrüstungsgegenstände natürlich dabei. Das bedeutet gleichzeitig mehr Gepäck, was man mit sich führen muss und somit auch eine kürzere Strecke, die man dann schaffen kann. Als sechsten Punkt gibt es dann auch die Frage, wie weit man pro Tag schafft. Bei bekanntem Gebiet kann man das Ganze schon leichter abschätzen. Bei unbekannten sollte man in meinen Augen die Tagesstrecke, die man machen möchte, durch zwei teilen, um auch bei Eventualitäten genug Zeit zu haben und nicht dann immer auf die Uhr zu gucken oder auf die Strecke zu achten, dass man das Ganze schafft und am Ende sich dann abhetzt. Sind die Punkte erstmal geklärt, kann es eigentlich schon fast losgehen. Man sollte sich jedoch auch im Klaren sein, dass man eine Karte auf jeden Fall von dem Gebiet, wo man ist, mitnehmen sollte und auch ein Handy mit eventuell Ersatzakku oder Akku-Pack, um im Notfall auch mal jemanden erreichen zu können. Man sollte bei der Ausrüstung auf jeden Fall auch ein Erste-Hilfe-Set dabei haben. Für eine Tour nehmt auf jeden Fall euren Ausweis mit, genauso wie Impfbuch und Krankenkassenkarte. Vergesst auch nicht, irgendwelche Medikamente, die ihr braucht, in ausreichender Stückzahl mitzunehmen. Und denkt auch daran, dass ihr unterwegs vielleicht Probleme bekommen könntet, wie Magen, Darm oder ähnliches. Ich hoffe, ich habe keine Punkte vergessen und wenn doch, schreibt sie unten in die Kommentare mit rein. Besucht mich auf Facebook, Twitter oder auf meiner Homepage, wo das Ganze auch nochmal mit einer Packliste zusammen zu finden ist. Und von daher verabschiede ich mich und sage, macht's gut, bis zum nächsten Video.